Jährlich verschwinden Vermögenswerte wie Konten oder Depots in Milliardenhöhe. Und zwar, weil Finanzdienstleister den Kundenkontakt verloren haben und nicht wiederherstellen konnten, weil zum Beispiel jemand umgezogen ist, ohne dass die Bank mitbekommen hat. Weltweit haben sich längst Modelle für den Umgang mit diesem ungenutzten Kapital etabliert. Deutschland ist das einzige Land innerhalb der G7, das bislang noch keine Regelungen für den Umgang mit diesen nachrichtenlosen Assets hat. Das können wir ändern. Wir haben ein Konzept entwickelt, wie man diese verschwundenen Mittel zum Wohle aller aktivieren kann. Und das ohne den Staatshaushalt zu belasten, ohne die Besitzer der Vermögenswerte zu enteignen und ohne den Banken und Finanzdienstleister zu schaden. Unser Konzept sieht vor, dass diese nachrichtenlosen Vermögenswerte nach insgesamt 10 Jahren Nachrichtenlosigkeit auf einen Dachfonds übertragen werden, der staatsnah verwaltet wird. Wir nennen diesen Vorschlag Social Impact Fonds. Wir rechnen aufgrund der Erfahrungen von Ländern wie Dänemark, Japan oder Großbritannien mit Vermögenswerten von bis zu 9 Milliarden Euro. Wir alle wissen, um Herausforderungen wie den Klimawandel oder die alternde Gesellschaft zu bewältigen, braucht es neue, zukunftsfähige Innovationen. Doch während technologische Innovationen auf breiter Basis gefördert werden, bleiben soziale Innovationen größtenteils sich selber überlassen. Mit dem Social Impact Fonds ermöglichen wir einen echten Aufschwung der Sozialunternehmen in Deutschland. Und zusätzlich bringen wir die Gesetzgebung auf internationales Niveau. Bei Better Place haben wir eigentlich während unserer gesamten 12-jährigen Geschichte immer wieder erlebt, dass wir neue Gelder bräuchten, gerade auch um zu wachsen. Und Better Place ist nun mal Deutschlands größte Spendenplattform im Internet. Und dennoch war es sehr, sehr schwer, da an passendes Kapital ranzukommen. Und wenn wir das gehabt hätten oder haben würden, dann könnten wir nochmal eine ganz andere Wirksamkeit in Deutschland erzeugen. Ich denke, das ist eine hervorragende Initiative, weil so Gelder genutzt werden können, die sonst nicht genutzt werden, die sonst brach liegen. Das ist doch so, wie wenn man auf der Straße einen 100-Euro-Schein findet, man fragt die Nachbarn und die sagen, ja, der liegt da seit Jahren, den will offenbar keiner haben. Was würden Sie tun? Natürlich aufheben und damit etwas anfangen, etwas tun. Wenn man ordentlich motiviert ist, vielleicht helfen, einen Spielplatz für die Gegend zu bauen. Wir lassen als Gesellschaft Kapital liegen, in diesem Fall in nachrichtenlosen Bankenkonten. Die Politik hat ja schon an vielen Stellen auch darauf hingewiesen, dass soziales Unternehmertum und soziale Innovation sehr relevant sind und dass diese auch weiter gefördert werden sollten. Das steht ja sogar im Koalitionsvertrag der Bundesregierung. Aber wirklich was Handfestes passiert, ist bisher sehr wenig. Und mit dem Social Impact Fonds gibt es eigentlich eine super Vorlage, die bereits in anderen Ländern erprobt wurde, die die Politik jetzt einfach mal nehmen kann und umsetzen kann und damit wirklich ernst macht mit ihren Versprechungen zur Förderung von sozialen Innovationen. Wenn ihr unsere Idee zur Errichtung eines Social Impact Fonds unterstützen möchtet, bitte erzählt möglichst vielen Leuten davon und teilt dieses Video, damit wir gemeinsam Druck auf die politischen Entscheider ausüben können.